Willkommen zurück zu einer neuen Folge von LS19 Pharmatown. Mein Mitarbeiter, den habe ich heute mal ein bisschen früher nach Hause geschickt, denn der hat in den letzten Tagen und Wochen immer mal wieder Überstunden gemacht und deswegen musste ich jetzt selbst so ein bisschen darauf achten, dass das ausgeglichen wird. Es ist aber hervorragendes Wetter und deswegen dachte ich mir, werde ich jetzt einfach mal selbst noch ein bisschen Hofarbeit übernehmen. Wir müssen nämlich hier zum einen noch die Zwischenfrucht, den Ölrettich untergrubbern und werden dann mit der Sämaschine aufs Feld ausrücken. Dafür habe ich auch schon Saatgut besorgt, denn unsere Lager waren leider leer. Das heißt, ich musste mal schnell noch Big Packs besorgen. Habe ich auch gemacht. Und ich habe mir natürlich fleißig eure Ratschläge durchgelesen. Und ihr hattet viele interessante, gute Ideen. Und habt vor allen Dingen größtenteils dafür gewotet, dass ich mich mit dem neuen Bürgermeister auf die Suche nach dem alten Bürgermeister begebe. Und das werden wir auch machen. In einer Nacht- und Nebelaktion werden wir da mal vorbeischauen. Und vielleicht finden wir ja was. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, denn bis jetzt habe ich das Haus noch nicht gesehen. Ich habe mir allerdings sagen lassen, dass es einigermaßen gut versteckt sein soll. Das heißt, wir werden da vermutlich unsere Ruhe haben. Es soll nämlich im Wald liegen. So, ist natürlich, ja, spektakulär, dann da erstmal hinzukommen und da dann mit der Taschenlampe rumzustöbern. Ich hoffe, fällt niemandem auf. Aber ich denke, das wird schon gut gehen. Jetzt konzentrieren wir uns allerdings erstmal hier auf die Hofarbeit und werden dann später noch ein bisschen was vielleicht auch noch am Hof erledigen und so. Müssen wir mal gucken, wie das Programm heute so ist und wie viel ich heute noch selbst zu schaffen möchte. Und ich glaube, ich werde Raps ansäen. Denn so langsam kommt die Zeit, in der man den Raps gut ausbringen kann. So. Ach. Bevor ich mich hier wieder von Herrn Jansen irgendwas anhören muss, dass ich hier die Maschinen nicht sauber habe oder so, mache ich das vielleicht mal hier nochmal sauber. Der hat ja auf dem Hof fest so ein bisschen rumgemotzt, ne? Ich fand es übrigens wirklich bezeichnend, wie der Zustand der Leute so nach dem Hoffest war. Der Töpfer, der hing ja komplett in den Seilen und ich weiß gar nicht, wie es Herrn Jansen eigentlich erging, aber ich glaube, der hat auch ganz gut getankt. Nur der Azubi, der hat eine gute Figur gemacht, als er mir den Drescher übergeben hat. So, dann sieht das jetzt hier wieder fast wie neu aus und ich kann das alles reinstellen. Wo Platz ist. Vorne ist auf jeden Fall. Obwohl, wir können das vielleicht auch hinten in den Hof bringen. Ich bringe das mal hinten in den Hof. Da ist ja noch ein bisschen mehr Platz und ich glaube, da steht auch der Pflug. So, ihr habt auch oft geschrieben, ich soll doch endlich mal der Frau Stern oder vielleicht auch anderen Dorfmitgliedern das Du anbieten. Ich fühle mich da ehrlich gesagt nicht so wohl bei, weil wer bin ich? Ich meine, dem Mitarbeiter konnte ich das Du irgendwie anbieten, weil ich sozusagen der Vorgesetzte bin. Ja, das war nicht so ganz hübsch. Bring den mal hier rein. Aber dem anderen Dorf, ich bin ja hier sozusagen der Neuankömmling und insofern ist es, glaube ich, warte ich das mal ab, aber vielleicht kommt es ja von deren Seite. Ich bin da relativ flexibel. So. Okay. So, passt das doch. Dann steigen wir mal kurz aus und machen das Ganze hier ab. Ah, ich muss das erst runterlassen. Stimmt, mein Fehler. So, und dann lassen wir das Ganze hier stehen. Alles klar. Dann geht's weiter. Den kann ich hier auch irgendwo stehen lassen auf dem Hof, den Messer Ferguson. Und dann werde ich jetzt ein bisschen was aufladen, unserem Hund. So, füttern, genau. Und dann hat der hier auch wieder was zu füttern. Ich mach mal weiter mit den Hofarbeiten. Das ist, glaube ich, ein bisschen wichtiger. So, ich habe mir schon mal alles hier bereitgestellt und muss jetzt nochmal schnell das Saatgut einladen. Das machen wir mal schnell. Und dann kann ich gleich rausfahren. So. Genau. So läuft das doch. Dann kann ich gleich rausfahren und ich habe mir auch fleißig eure Ratschläge durchgelesen und ihr habt gesagt, das mit dem zweiten Hänger, das war eine gute Idee. Das war nämlich so ein Punkt, der eigentlich noch so ein bisschen auf der Farm hier fehlte, beziehungsweise auf dem eigenen Hof. Ich habe ein relativ großes Güllefass, ganz solide Trecker und vor allen Dingen einen relativ großen Ladewagen, aber bei dem Kipper hatte ich bislang eine wirklich überschaubare Kapazität. Das hat sich jetzt geändert und ich glaube, das war eine gute Investition. Hat natürlich wieder ein bisschen was gekostet, aber wird uns einige Touren ersparen und ja, für jede Zeit, die ich irgendwie sparen kann, bin ich ja am Ende des Tages auch dankbar. So, und ich wollte jetzt hier Raps säen. Genau. Und fange hier vorne am besten direkt an. Und dann fahren wir vielleicht einmal kurz komplett um das Feld rum und werden dann gleich, so, muss das alles hier einmal geöffnet werden. Den Trichter können wir zumachen.
Dann lassen wir das Ganze noch runter und dann geht das los. So, und dann werde ich einmal kurz rundherum fahren und dann Bahnen fahren in diese Richtung. Aber ich würde sagen, das mache ich mal schnell im Zeitraffer und dann sehen wir uns gleich wieder. So, also die nächste Bahn. Wir sind so jetzt ungefähr bei der Hälfte des Feldes. Ist noch ein bisschen was zu tun. Später muss natürlich auch noch Gülle ausgeliefert werden, beziehungsweise aufgebracht werden. Ich habe also noch ein volles Programm für den Tag. Ich weiß noch nicht, ob ich das heute alles schaffe, aber es wäre schon ganz günstig. Aber, was mich die ganze Zeit schon wundert, ich wollte sowieso mal ein kleines Päuschen machen, aber ich dachte mir, das ziehst du jetzt mal durch. Aber was mich die ganze Zeit schon wundert, ist, dass mein Hund die ganze Zeit so aggressiv hier bellt. Und ich glaube, man hört es da auch gerade wieder. Und ich frage mich, warum er das macht. Deswegen ziehe ich mal kurz die Bahn hier fertig. Vielleicht hat er sich irgendwie. Ist er irgendwo hingerannt oder so? Oder hat er irgendwas fabriziert oder so? Muss ich mal kurz nachgucken. Weil das kam mir doch ein bisschen komisch vor. Sonst macht das nämlich nicht. So. Dann fahre ich mal diese Bahn hier fertig. Und dann lasse ich den Trecker mal hier kurz stehen. So. Motor kann ich direkt laufen lassen. Ich komme ja gleich wieder, aber ich möchte trotzdem mal schnell nach dem Rechten gucken. Da bin ich mal gespannt, was da los ist. Ja. Genau, den Drescher habe ich noch kurz umgeparkt. Hallo? Hallo? Entschuldigung, hallo? Hallo? Entschuldigung, der hört gar nicht, der rennt weg. Hallo? Stehen geblieben. Was war das denn? Jetzt, ich wusste auch gar nicht, was ich... Ja, ich habe jetzt nur hier die ganze Zeit Hallo gerufen. Wer war das? Ich glaube, der ist weg. Entschuldigung, haben Sie irgendwas? Nee. Hä? Ich war ganz perplex. Ich habe die ganze Zeit jetzt nur Hallo gerufen, weil ich wusste gar nicht, was ich jetzt eigentlich sagen soll. Hat er sich gerade hier an unserem Hofladen bedient? Ich meine, wir haben zwar hier auch die Automaten, wo man sich selbst bedienen kann, aber der hätte ja dann einfach was sagen können und nicht wegrennen. Wieso ist der denn weggerannt? Was ist das denn gewesen? Hä? Alles ein bisschen merkwürdig. Aber Gott sei Dank habe ich ja eine Videokamera installiert, weil ich mir schon dachte, ich kann nicht 24/7 hier im Hofladen stehen. Ich meine, ich habe den auch nicht 24/7 offen, aber ich habe im Moment noch keinen Mitarbeiter dafür. Deswegen habe ich den jetzt einfach offen gelassen. Und ich dachte mir, ich bin ja meistens der Mitarbeiter oder ich, wir sind ja meistens hier in der Hofnähe und können das dann so nebenbei machen. Offensichtlich war das kein so ganz guter Plan. Aber ich wusste mir jetzt anders nicht zu helfen. Vielleicht muss ich da wirklich mal Öffnungszeiten machen und dass ich dann wirklich so ein paar Stunden am Tag wirklich nur im Hofladen bin und dann keine Feldarbeit mache. Oder der Mitarbeiter oder vielleicht stelle ich da auch noch eine andere Person ein. Aber die Person, die können wir vielleicht ausfindig machen, weil es hat mich jetzt doch ein bisschen gewundert. Der hat ja auch nichts gesagt. Aber ich habe ja die Videokamera und ich würde sagen, ich gehe mal kurz ins Haus und dann gucken wir uns das mal kurz an, wer da gewütet hat. Also ich habe den jetzt so... Vom Wegrennen habe ich den jetzt nicht erkannt, aber guck mal hier am Laptop. Okay, also das Gesicht sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts. Habe ich noch nie gesehen. Ich glaube auch nicht an irgendeinem Dorffest. Aber das wirkte so, als ob der jetzt hier nicht irgendwie aus irgendeinem Nachbardorf, weil der war ja zu Fuß, der muss ja hier irgendwo wohnen.
Oder vielleicht hat er auch sein Auto irgendwo geparkt, aber ein Hofladen was ist das denn? Was ist das? Ich muss mal... Wer kennt sich denn... Herr Peters ist im Moment schwer beschäftigt irgendwie. Wer kennt sich denn einigermaßen gut aus? Vielleicht Herr Jansen. Ich glaube, ich rufe mal Herrn Jansen an. Vielleicht kann der ja irgendwas sagen. Vielleicht kennt er den, ja? Ich rufe den mal an. Vielleicht hat er ja gerade Zeit. Kann ja gut sein. Warten wir mal. Jansen. Ich grüße Sie, Herr Jansen. Sie sind ja wieder top gelaunt, wie immer. Ja, alles super gerade. Was jetzt? Wieso? Was ist denn los? Naja, ich komme gerade von Verhandlungen hier über einen großen Auftrag und lief alles nicht ganz so. Ich hätte gern ein bisschen mehr rausgeschlagen, aber war nicht drin. Da habe okay. Ich jetzt im Moment besonders gute Laune. Ja, die Laune könnten wir uns eigentlich teilen, aber ich bin ehrlich gesagt noch etwas irritiert. Vielleicht sollte okay. Ich sie mal schließen. Bleiben Sie mal dran. Ich hab gerade irgendwie was Komisches, eine komische Entdeckung gemacht. Mein Hund hat die ganze Zeit schon so gebellt und ich dachte mir gerade mal, ich gehe mal gucken. Ich schließe den jetzt auch mal zu hier. Ich gehe mal am Hofladen gucken, was da los ist oder auf dem Hof allgemein. Und als ich dann hier raufkam, ist auf einmal ein Mann geflüchtet. Ich habe den noch nie gesehen, aber ich glaube, der muss hier irgendwie aus dem Dorf kommen. Und ich dachte mir, Sie kennen ja hier eigentlich die Leute, ne? Also ich kann natürlich jetzt auch zur Polizei gehen, aber habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so Lust drauf. Ich dachte mir, vielleicht kann man das auch irgendwie anders regeln. Sie kennen ja die Leute. Wenn Sie Zeit hätten, können Sie sich gern mal die Videoaufnahmen angucken. Ich habe nämlich extra für diesen Fall, als hätte ich es geahnt, habe ich nämlich schon so eine Videokamera installiert. Vielleicht kennen Sie die Person, dann würde mir das auf jeden Fall weiterhelfen. Also wenn Sie irgendwie hier auf dem Weg sind oder so, kommen Sie gern mal vorbei. Ich bin gerade auf dem Feld. Na, ich sitze ja noch im Auto. Ich wollte jetzt eigentlich zurück noch ein bisschen Bürokram machen, aber dann komme ich kurz rüber. Ja, wäre super. Nicht allzu weit weg. Wäre klasse. Gut. Danke Ihnen. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Tschö. Tschüss. Was war das denn? Ich hoffe, dass Herr Jansen mir da irgendwie helfen kann, weil sonst wäre der ja irgendwie mit dem Auto abgedüst oder so. Aber einen Hofladen beklauen? Ich dachte, hier ist das alles so idyllisch und hier kommt sowas nicht vor. Na, so kann man sich täuschen. Etwas merkwürdig. So, dann machen wir diese Bahn noch fertig und dann warten wir mal auf Herrn Jansen. Ich hoffe, wir müssen ein bisschen Auge auf den Hof haben. Ich kann das echt nicht mehr machen, ne? Der Hofladen ist gerade erst eröffnet und zack, solche Erfahrungen gemacht. Toll. Das ist wieder sowas. Mann. So, dann senken wir die Sämaschine wieder und dann wird die nächste Bahn hier absolviert. Und ich hoffe, dass er sich irgendwie hier am Feldrand zeigt, weil ich sehe im Moment noch nichts, der Herr Jansen. Das ist natürlich auch nicht so schön, wenn die Verhandlungen dann nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt hat. Gerade das Lohnunternehmen, das ist ja ein hartes Geschäft, ne? Also das glaubt man gar nicht. Ich meine, hier in diesem Kreis ist es ja noch einigermaßen überschaubar. Hier gibt es nicht viel Konkurrenz, das ist eigentlich so der einzige Lohner im näheren Umfeld. Aber gerade wenn es dann mehrere Lohnunternehmen in einem bestimmten Umkreis gibt und man dann da auch Auswahl hat, dann unterbieten sich die Lohnunternehmen gegenseitig. Und dann kann das schon eine ziemlich fiese Sache sein und dann ist das alles sehr, 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 sehr knapp kalkuliert. Also große Gewinne bleiben da nicht übrig. Das ist schon ein hartes Geschäft. Insofern beneide ich den Herrn Jansen dann nicht, der natürlich immer Aufträge an Land ziehen muss. Eigenes Land haben die ja, glaube ich, nicht, was die irgendwie bewirtschaften. So. Dann muss ich hier nochmal das gerade ziehen und dann hier vorne nochmal ran. Aber es ist schon Flächenzugewinn hier, den man nicht unterschätzen sollte. Also so um 10% oder sowas hat das jetzt die Feldfläche dieses Feldes hier erweitert. Ach, da ist er, glaube ich. Kurz Modo aus. Grüß Sie, Herr Jansen. Moin. Ja, wollen wir kurz reingehen? Ich zeige Ihnen das mal. So. Ich habe es mir eben auch schon kurz angeschaut, weil du musst ja nur ein paar Minuten zurückspulen, ne? Das ging ja dann relativ flott. Und als hätte ich es geahnt, habe ich das schon installiert. So, ich glaube, wir müssen einmal hier rum. Als hätte ich es geahnt, habe ich sowas mal installiert, so eine Videokamera. Aber ich dachte mir, bringt sowieso nichts, beziehungsweise wird vermutlich nicht gebraucht. Aber da ich das so unbetreut gelassen habe, gucken Sie sich das mal an. Ich mach's kurz auf. So, hier. Voila. Erkennen Sie den zufällig irgendwie? Also ich meine, ist jetzt natürlich weit hergeholt, aber ich dachte mir, der muss hier irgendwie aus dem Dorf sein.
Und ich wollte jetzt noch nicht direkt die Polizei irgendwie einschalten. Kann ich natürlich später auch machen, aber ob ich das jetzt mache oder in 2 Stunden, ist ja dann irgendwie auch egal. Aber ich dachte mir, Sie könnten den vielleicht kennen. Ein bisschen unscharf, aber das sieht fast so... Also es sieht ein bisschen so aus wie der Herr Krabbenhöft. Wie wer? Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen, Herr Krabbenhöft. Krabbenhöft? Kennen Sie den gar nicht? Nee, nie gesehen, nee, nie gehört. Ich habe den auch, also ich habe den ja von hinten gesehen, ich habe den dann auch wegrennen sehen, nie gesehen. Nee, aber kommt der aus dem Dorf hier irgendwie oder? Ja, woher kennen Sie den? Der wohnt oben am Rand, also relativ abgeschieden, in der Nähe vom Landhandel und vom Hafen. Da hat der seinen Hof, das ist ein Schäfer. Das ist ein Schäfer? Ja, das ist der Schäfer. Aber ich wüsste jetzt nicht, was der hier an ihrem Hof hat. Ein Schäfer klaut bei mir Lebensmittel? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Er hat sich dann abrupt nicht mehr gemeldet. Ich weiß nicht, ich weiß nur, dass sein Vater irgendwie schwer krank war damals. Aber er hat sich dann abrupt irgendwie nicht mehr gemeldet. Ich weiß nicht, es sieht so aus wie er. Also, ich habe ihn anders in Erinnerung. Ist das jetzt hier irgendwie ein Streich oder hat der irgendwie... Ist das jetzt hier die Fortsetzung vom Bürgermeister oder ist schlechter Witz? Nee. Ich würde ihn einfach mal besuchen fahren. Sie würden nicht zur Polizei gehen und das irgendwie zur Anzeige bringen? Ich meine, das ist jetzt Meier, auch kein großer... Wir sind hier in einer Dorfgemeinschaft. Ja, hier hilft jeder jedem und wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann werden die untereinander geklärt. Ne? Mit Worten, nicht mit Fäusten. Ne? Okay. Ganz wichtig. Fahren Sie einfach mal vorbei, das wird einen Grund haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei Ihnen klaut. Hat der sowas früher auch irgendwas schon mal gemacht oder ist er dafür irgendwie bekannt? Nicht. Ach, Quatsch, gar nicht. Er war immer ein super Typ, also ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Aber Sie haben jetzt auch keinen Kontakt mehr zu dem? Nee, also wie gesagt, er hat sich irgendwann nicht mehr gemeldet. Wir hatten regelmäßig Aufträge zum Grasmähen bei ihm und zum Wenden für seine Schäfchen da. Relativ viele Tiere gehabt, so um die 100 Stück. Also ich weiß nicht, was mit ihm ist. Wie gesagt, er hat sich ewig nicht mehr gemeldet. Keine Ahnung. Aber fahren Sie einfach vorbei. Fehlt denn überhaupt... Ja, man sieht es ja auf der Videoaufnahme, dass er sich da ein bisschen bedient hat. Sieht man ja, was er da mitgenommen hat. Ich meine, das ist nicht viel, ne? Ein paar Kleinigkeiten. Sah irgendwie aus wie einmal Eier und ein bisschen... Ja, genau. Ich muss es mir nochmal genauer anschauen, was er da genau mitgenommen hat. Aber, ich danke Ihnen auf jeden Fall. Ja, gerne. Alles klar. Bis dann, ne? Dann werde ich mal wieder, ne? Genau. Jo, bis dann. Wie gesagt, egal was sein sollte, ne? Denken Sie dran, eine Hand wäscht die andere. Ja, und wir gehören hier alle irgendwie zusammen. Also, aber Sie können mir mal berichten, weil ich habe schon lange nichts mehr von ihm gehört. Naja, werde ich machen. Ich überlege mir das nochmal. War Danke Ihnen, ein ganz umgänglicher Typ. Jo, bis dann. Tschüss. Tschüss. Was für eine mysteriöse Sache hier. Was ist hier los in diesem Dorf? Das ist kein Selbstbedienungsladen. Also zumindest nur, wenn man Geld eingeworfen hat. Hä? Naja. Was meint ihr? Was würdet ihr jetzt an meiner Stelle machen? Ich werde jetzt hier noch ein bisschen das Feld weiter bestellen und hier vor allen Dingen ansäen. Aber ein bisschen irritiert mich das jetzt schon, dass jemand für 20 Euro da Waren klaut. Ich meine, wenn ich da irgendwie eine Rolex rumliegen hätte oder sowas und die jemand mitgenommen hätte, ja gut. Oder wenn ich da sonst irgendwelche Sachen rumliegen hätte, mit denen man noch Geld verdienen kann, aber... Hä? Ist das... Vielleicht ist es auch nur ein Test oder so. Was würdet ihr an meiner Stelle machen? Würdet ihr das echt zur Anzeige bringen oder würdet ihr auch persönlich vorbeifahren? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Und was es damit auf sich hat, das werden wir hoffentlich dann bald rausbekommen. Ich werde noch ein bisschen weitermachen und in der Mittagspause fahre ich dann mal vorbei. Die Adresse hole ich mir gleich nochmal von Herrn Jansen. Da habe ich nicht genau aufgepasst. Irgendwas Richtung Hafen oder so war das, ne? Also ich bin da, glaube ich, auch in der Gegend noch nie richtig gewesen. War einmal bei Herrn Wojcik. Vielleicht ist es auch immer schlecht, da hinzufahren. Ich war nämlich einmal bei Herrn Wojcik und das gab dann großen Ärger damals. Vielleicht ist das gar nicht so gut. Vielleicht ist es ein heißes Pflaster, aber ich glaube, ich fahre mal vorbei und werde mich mal erkundigen. Und wenn er das dann alles abstreitet, ich meine, ich habe den ja gesehen. Ich habe den auch auf den Videoaufnahmen gesehen. Ich erkenne den ja gleich wieder. Und wenn er das ist und wenn er alles abstreitet, ja, dann bringe ich es halt trotzdem zur Anzeige. Vielleicht mache ich das so. Naja, schreibt mir trotzdem mal in die Kommentare, was ihr machen würdet. Und ich bin gespannt, was es damit auf sich hat. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und schaut auch gerne nächstes Mal wieder rein. Es wird auf jeden Fall spannend. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.